Hallo und herzlich willkommen bei Diablo 3. Wir machen immer noch Kopfgelder. Wir brauchen noch ein Juweliersrelikt. Ein Rezept. Ein Juweliersrezept brauchen wir noch und das nehmen wir heute in Angriff. Ich hoffe, wir schaffen das. Oder beziehungsweise gut, wir schaffen es sowieso, aber ich hoffe, wir schaffen es schnell, dass wir nicht wieder zwei, drei Folgen dafür brauchen. Und ja, wir fangen jetzt halt einfach mal an und erledigen die Aufgaben. Und sobald wir dann diese Aufgabe noch erledigt haben, ist, glaube ich, das Einzige, was noch fehlt, dann die Qual 4 Sachen. Und die machen wir dann, sobald ich genug Rüstung gesammelt habe. Und das werde ich offline machen, weil es werden einfach sonst zu viele Folgen. Es werden einfach gelinde gesagt zu viele Folgen, weil dadurch, dass einfach die Drop-Chance von gescheiter Rüstung runtergesetzt wurde, ja, kriegt man eigentlich kaum noch gute Sachen. Und dementsprechend dauert es halt sehr, sehr lange, bis man halt die Rüstung gut genug ist, dass man halt hier Qual 4 laufen kann. Weil wir können ja, es kann ja auch gut sein, dass wir bis dato vielleicht ein anderes Set zusammenkriegen, ne? Ist natürlich alles möglich, ne? Wer weiß. Wäre natürlich super. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, weil das aktuelle Set, wo man da ja durchbekommt, ich weiß nicht, das ist nicht meins. Das ist gar nicht meins. Ich hab's dann eher entweder wieder mit den Dienern, so wie bei dem Hexendoktor, oder mit diesen Knochenstacheln. Mit diesen Knochenstacheln oder Blut und Knochen, irgendwas, ich weiß nicht. Das ist so mein Ding, was ich mir auf jeden Fall anlegen würde. Aber diesen Schrott wurde dann irgendwie diese Blutfähigkeiten nur benutzen darfst, wo du dann eh die ganze Zeit Leben abgezogen kriegst, wo du dann wahrscheinlich nur aufpassen musst, dass du dich nicht selber damit umbringst. Da kann ich nichts mit anfangen. Also, sorry. Nee, das brauche ich nicht unbedingt. Aua! Habt ihr schon wieder Teleport oder was? Ah, nee, ihr seid da einfach aufgetaucht. Verrecke, lass mich in Ruhe. Verrecke, yay, tot, tot, sterbt, sterbt, weg, weg. Tschüss. Yeah. Alles tot machen. Ach, komm ich denn hier? Ich habe das Gefühl, dass das hier irgendwie, glaube ich, der Anfang sein könnte. Dass wir mal wie immer die verkehrte Seite wahrscheinlich laufen. Natürlich, wie sollte es natürlich auch anders sein, ne? Ist klar. Ich laufe grundsätzlich immer zuerst in die verkehrte Richtung, was natürlich mal wieder unfassbar Zeit frisst. Und irgendwie hackelt es hier ab und zu mal. Keine Ahnung wieso, aber es hackelt. Aber man spürt es eigentlich kaum. Von daher sollte das eigentlich nicht so problematisch sein. Ist ja wundervoll, ey. Weißt du, wir sind direkt an der Stelle rausgekommen, wo dieses fucking Portal ist. Und laufen erstmal die komplette halbe Map ab. Nur um festzustellen, dass der Scheiß dann am Anfang irgendwo ist, ey. Klasse. Ist echt wundervoll. Ich liebe solche Momente. Ich liebe solche Momente. Läutet die verfluchte Truhe. Ich muss dieses gute Stück erstmal finden. Ah, hallo. Klar, und mit was fängt's an? Mit irgendwelchen Fetten, die wohl sowieso so schwer zu killen sind. Ich werde wahrscheinlich jetzt gerade nicht einmal die Hälfte zusammenkriegen, weil das keine kleinen, schwachen Monster sind, sondern das sind, und auch keine starken, das sind so normale Mittelmonster. Und ich bezweifle stark, dass ich innerhalb von wenigen Sekunden jetzt irgendwie noch die 100 voll kriege. Noch nicht mal annähernd.
töte den Rest. Und dann könnt ihr mich hier auch mal kreuzweise. So, schön. Alter. Ah, jetzt. So. Toll, ein kleiner Diamant. Ich bin begeistert. So, der Schaman der Gebundenen. Da können wir auch den Schlüsselhüter gleich mitnehmen, wenn wir schon mal da sind. Sind ja eh in dem Gebiet. Und wir müssen Gott sei Dank auch nur nach unten. Weil es gibt echt, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn du in irgendeinem Gebiet bist und nicht mal weißt, wo du genau hinlaufen musst. Weil der Weg einfach nicht da ist, richtig. Und weil du immer wieder alles neu suchen musst. Also. Aber gut, wir kommen trotzdem hoffentlich dahin, wo wir hinwollen. Bäh. Geht mir aus dem Weg, ihr Mistviecher. Ich habe was anderes zu tun. Hier geht mir auch aus dem Weg. Ach, da ist wieder ein Boss. Also kein Boss, sondern Elite. Ein Elite-Miststück. Ich glaube aber, ich muss oben entlang, wie immer. Also ich glaube, ich fahre mit dem Gedanken ganz gut, dass ich immer in die gegengesetzte Richtung laufe, wo ich ursprünglich hin wollte. Ich glaube, da tue ich eigentlich immer ganz gut mit daran. Ja, weil ich dann eigentlich genau immer die richtige Richtung nehmen würde, ne? Wenn ich bedenke, ich laufe grundsätzlich verkehrt, immer in alle Sackgassen. Ich klappe immer vorher alle Sackgassen ab. Ja. Tschö. Tschö. Alter, jetzt kommen auch noch Elite dazu. Da, danke schön. Ja, stun mich auch noch, Junge. Und haben wieder Teleport. Wie sollte es auch anders sein? Das ist echt teilweise die unfairste Fähigkeit, die es gibt. Oh, ich habe eine infernale Maschine gekriegt. Juhu! Yay! So, jetzt brauchen wir noch den Rest. Ja, und ich glaube, mit jeder Qualstufe Zuckdarm. Das klingt wie so ein völlig überforderter Schwulenporno. Ist der Zuck da? Wollen Sie heute wieder? Komm, auf, umfallen. Ich möchte vorbei. Ich möchte hier fertig werden. Zack, bumm. Ah. Der wertige Wunde. Ja, davon habe ich leider Gottes auch schon viele gehabt. Leckere Wunden. Oh, by the way, da fällt mir ein, ich muss dieses Jahr auch zu meiner Tetanus-Auffrischung. Die ist, glaube ich, dieses Jahr fällig. So, was muss ich machen? Töte die Schamanen. Töte die Schamanen. Ich töte gleich alles, was mir irgendwie in die Quere kommt. Ja, Knochenhagel. Komm her, ey. Komm, aus dem Weg. Es juckt. Geh mal, mach Platz. Tschö. Fertig. So, erstmal hier lecker Trüchen. Naja. Da ist auch nichts Leckscheiß drin, ey. So, was haben wir? Oh, tötet Diablo, ernsthaft. Das mache ich ja dann zum Schluss.
Oh, das kann sich wieder nur um Stunden dann handeln. Gegner in der Sphäre des verfluchten Schicksals? Ach ja, genau, hier war ich auch noch nicht, ne? Ich glaube, hier war ich auch noch nicht drin. Ich krieg Hunger. Ich glaube, ich muss da noch mal was essen. Was jüdet Yad Talek? So, er hat mal gelebt. Das ist aber ein komisches Gebiet. Es ist auch wieder nur solche kleinen engen Gängchen, wie man sie schon so oft erwischt hatte. Hä, was ist das denn? Jetzt geht das, jetzt mündet das hier in eine Höhle? Amputator. Boah, so eine einzelne Schulterplatte. Da hätte ich jetzt erwartet, dass da noch voll das Legendäre gerade rauskommt. Ja, damit. So, eins noch. Sense. Oh ja, könnt ihr mal aufhören, jetzt hier von hinten ständig zu kommen? Dankeschön. Ach ja, genau, jetzt brauche ich noch Diablo und dann haben wir das schon fertig. Juhu, da liegen wir eigentlich noch ganz gut in der Zeit. Ah ja, gut, den Pfeil sehen wir auch schon direkt, der zum Kristallbogen führt. Da sehen wir schon mal den Weg zu Diablo. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ach, da ist wieder irgendwo ein Elite mit dabei. Auch nicht schlecht. Fetzt. So, schwupps, schwupps. Alter, wie die alle umgesetzt werden. So, nix wie fort. Ja, da. Ja, jetzt kommt. Schön alles umsensen und das Ganze dann auf den Boss drauf. Genau. Nice. So muss das. So muss das. Man hat jetzt mittlerweile bei diesen Meteoren auch deutlich mehr Zeit, um da rauszulaufen. Das war früher extrem knappe Messen, bis ich irgendwie eine Hundertstel Sekunde zu spät neben rausgelaufen und dann war Feierabend. Und dann hast du das Ding schon abgekriegt und das hat teilweise noch richtig Schaden gemacht. Alter, warum? Was ist denn das? Ach, Bewegung, Bewegungsgeschwindigkeit. Ist eh gleich vorbei. So, weiter geht's. Oh, das ist dann das letzte. Yeah. Ob wir es in 5 Minuten schaffen? Oder ob wir länger brauchen?
Hallo Diablo. Ach, danke schön. Ach so, deswegen. Ich dachte gerade. Ja, ich glaube, das geht diesmal ein bisschen flotter. Ja, mach du mal. Ich möchte gerne mal hier. Ja. So. Endspurt. Na, geht doch flotter als erwartet. Ach, guck mal, Speicherpunkt, was? So, Sense. Das haben wir erledigt. Und auch hier droppt nichts sonderlich Relevantes. Wie so oft. Ich habe nicht mal mehr Platz für die Edelsteine, ey. So, mal schauen. Vielleicht ist ja was dabei. Ach, dieses beschissene Zeug da, ey. Nee. Nee. Ach ja, das muss man aufhören. Aufheben. Haben wir 41, da haben wir nichts, da haben wir nichts. Ach, noch so ein beschissenes Geschreibsel. Nö. Ach, warte, das können wir eigentlich mitnehmen. Das können wir dann einfach da liegen lassen. So, die Maschine heben wir natürlich auf. Die werden wir später eventuell noch brauchen. Nö. Ich pack dich mal. Ne, warte, wobei, ich pack dich mal da oben rein. So, genauso wie euch. Den Rest hole ich jetzt hier noch ab. Und dann holen wir noch unser Würfelchen ab von Tyrael. Und dann haben wir es geschafft. Und hoffen, dass da auch wirklich noch ein Juwe-Rezept mit dabei ist, weil sonst müssen wir nämlich noch mal ran. Naja, theoretisch müsste das gute Stück aber besser sein. Gut, da ist jetzt kein, mal wieder kein Sockel drinne. Ah, sehr schön, ja. Es ist noch eins dabei. Gut. Man kriegt so viele Rezepte einfach nachgeschmissen, ne? Aber dass man mal was Gescheites droppt, nee. So. Das haben wir auch. Juhu. Das haben wir erledigt. Die schmeiße ich da jetzt raus. Die brauchen wir sowieso nicht. Ich wollte sie eigentlich bei Diablo liegen lassen, aber der kann ja mit den Zetteln genauso wenig anfangen. So, wir schauen jetzt nochmal nach, was wir noch, ob wir noch was machen müssten. Da haben wir Qual 4, Qual 4, Qual 4, Qual 4. Hier haben wir auch Qual 4. Und. Ja, das große Nephalem-Portal, das ist ja ein bisschen stärker, glaube ich, als Qual 4. Gut, damit haben wir alles erledigt, was wir jetzt aktuell erledigen konnten.
Und damit würde ich sagen, ich beende jetzt diese Folge einmal so lange, bis ich auf Qual 4 laufen kann, damit wir einfach die restlichen abschließen können, um euch einfach diesen ewigen Weg zu ersparen. Mache ich das alleine, weil es ist eh nichts anderes als rumlaufen, Sachen suchen, Kadala, die Blutsplitter geben und hoffen, dass mal ein Setteil droppt, dass man stärker wird, etc. etc. Mehr ist das einfach nicht. Und in diesem Sinne, macht's gut, lasst euch nicht ärgern, habt einen schönen Abend und wir sehen uns dann, sobald ich stärker laufen kann. Also dann, ciao, macht's gut.